Welcome to your yes. Heute nehme ich dich wieder mit auf unsere Deutschland-Rundreise. Auf zwei Motorrädern reisen wir fast 3000 Kilometer durch unser Land, um Landschaften kennenzulernen, die wir zuvor noch nie besucht hatten. Wir, das sind Mike Fantomas auf seinem Boxer und Heiner Kowalski auf seinem Zwilling. Über Umwege fahren wir vom Südwesten Deutschlands über den Westen in den äußersten Nordosten. Den Ostteil durchfahren wir von Nord nach Süd. Schließlich halten wir Kurs auf die schwäbische Heimat. Wir fahren auf Nebenstrecken durch das Kleinseenland mit Abstechern nach Rheinsberg und zum Stechlinsee. An der Havel entlang geht es schließlich nach Berlin. Wir passieren die Landesgrenze zu Brandenburg, befinden uns aber immer noch im Neustrelitzer Kleinseenland. Es bildet einen Naturraum innerhalb der Großregion Mecklenburgische Seenplatte, die sich über Mecklenburg hinaus erstreckt. Wir machen einen kurzen Fotostopp am Schloss Rheinsberg. Die Geschichte des Schlosses reicht in das 16. Jahrhundert zurück. Seine heutige Größe erreichte es im 18. Jahrhundert, als es durch Kronprinz Friedrich umfangreich ausgebaut und erweitert wurde.
Der Stechlinsee liegt im Rheinsberger Seengebiet und soll für seine exzellente Wasserqualität bekannt sein. Er hat eine Fläche von über 400 Hektar. Mit 70 Metern ist er der tiefste See Brandenburgs. Mein obligatorisches Bad im erfrischenden Wasser habe ich bereits hinter mir, während ich diese Ringelnatter beobachte. Doch die Naturidylle wird getrübt durch mein Wissen über etwas, das man von hier aus nicht sehen kann. Am gegenüberliegenden Seeufer befindet sich das Kernkraftwerk Rheinsberg. Es wurde 1990 wegen erheblicher Sicherheitsbedenken außer Betrieb genommen und befindet sich im Rückbau. Der Gebäudeabriss kann frühestens im Jahr 2069 erfolgen. Meinen späteren Recherchen zufolge sind Gebäude und Grundwasser im Bereich des Kraftwerks radioaktiv kontaminiert. Während der Betriebszeit in den 60er bis 90er Jahren wurde das Kühlwasser des Kraftwerks in den Stechlinsee geleitet. Internetrecherchen bringen keine brauchbaren Erkenntnisse über eine mögliche radioaktive Umweltbelastung. Was bleibt, sind zweifelhafte Eindrücke von dieser schönen Natur. Eintrag ins Reisetagebuch, Samstag, 12.09., 18 Uhr, Kilometerstand 1988. Optimales Wetter heute, Temperaturen teils über 24 Grad hatten wir auf unserer Fahrt. Nun sind wir in Berlin und gleich gibt es lecker Burger vom Grill. Unseren Mopeds gönnen wir etwas meditative Entspannung. Wir lassen den Tag mit einem Berliner Kindl und Schultheiß-Pilsener ausklingen.
Wir wechseln mal wieder das Verkehrsmittel und fahren die sogenannte City Tour 2. Die Fahrt dauert rund 3,5 Stunden und führt uns über Spree- und Landwehrkanal rundherum durch die Stadt. Dabei werden zahlreiche niedrige Brücken durchfahren. Der Kanzleramtssteg verbindet das Bundeskanzleramt mit dem Regierungshubschrauberlandeplatz am nördlichen Spreeufer. Die Brücke ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Der Marie-Elisabeth-Lüders-Steg stellt die ostseitige Fortsetzung des Kanzleramtsstegs dar. Während der untere Teil öffentlich zugänglich ist, verbindet der obere Teil exklusiv zwei Parlamentsbauten. Unterschiedlichen Quellen zufolge nennt der Berliner Volksmund beide Brücken auch Beamtenlaufbahn, den jeweils oberen Teil auch gehobene Beamtenlaufbahn. Hier noch unsere heutige Route über die Spree von Charlottenburg über Berlin-Mitte bis zum Osthafen und über den Landwehrkanal zurück zum Ausgangspunkt.
Den Fußweg zurück nehmen wir durch den Schlossgarten Charlottenburg. Ende des 17. Jahrhunderts wurde das noch kleine Schloss eingeweiht und trug damals den Namen Lietzenburg, benannt nach einem nahegelegenen Dorf. Der weitere Ausbau des Schlosses erfolgte nach der Krönung Friedrich I. zum König und Sophie Charlotte zur Königin. Nach Charlottes Tod nannte der König ihr zu Ehren das Schloss und die angrenzende Siedlung Charlottenburg. Das Schloss wurde Mitte des 18. Jahrhunderts fertiggestellt. Am nächsten Morgen geht es zu dritt weiter durch den Spreewald in Richtung Elbsandsteingebirge. Mehr in der nächsten Folge.